Ja, hallihallo und ein herzliches Willkommen hier auf Shorties Astrobase. Im April bzw. auch im Mai gab es mal wieder ein paar schöne Planetenkonstellationen. Und die erste davon gab es am 18. April früh. Ihr seht es hier gegen 5.40 Uhr. Und zwar standen hier Jupiter, Venus, Mars und Saturn schön in einer Reihe. Und ich hatte mir eigentlich gedacht, dass ich mit dieser Konstellation ein schönes Bild beim Sonnenaufgang machen könnte. Das Problem an der ganzen Sache war leider, dass zu dem Zeitpunkt, wo Jupiter so hoch über dem Horizont stand, dass er für mich sichtbar war, der Mars und Saturn dann schon nicht mehr zu sehen war, weil es halt schon zu hell war. Von daher konnte ich davon leider kein Bild machen. Schade. Aber dafür gab es am 1. Mai früh, circa um dieselbe Zeit. Wir springen mal zum 1. Mai. So, da haben wir den 1.5. Und da gab es mal wieder eine schöne Konjunktion. Und zwar dieses Mal zwischen der Venus und Jupiter. Ich zoome mal ein kleines bisschen rein. Wie ihr seht, die beiden stehen hier schon sehr nahe beieinander. Es war nicht ganz so nah wie damals 2020 Jupiter und Saturn. Aber die beiden standen nah genug, dass ich sie mit meinem Refraktor, also meinem Zenith Star 73 und meiner ASI 462 MC ins Bildfeld bekommen habe. Beide zusammen. Und ja, ich würde sagen, das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. So, hier haben wir das Rohvideo der beiden. Und ja, wie ihr seht, die beiden haben schön reingepasst ins Bild. Das Problem bei den beiden ist natürlich das gleiche wie damals bei Jupiter und Saturn, nämlich der Helligkeitsunterschied. Ihr seht hier, wie grell die Venus links leuchtet und wie dunkel hier im Vergleich der Jupiter ist. Und da ist der Jupiter selbst eigentlich schon ziemlich hell. Von daher hatte ich hier natürlich wieder das Problem, dass ich die Aufnahme so nicht stacken konnte, sondern dass ich wieder Einzelaufnahmen machen musste und das Ganze dann stacken. Das zweite Problem an der ganzen Sache war, dass die Bedingungen nicht ganz so toll waren. Ihr seht auch hier, wie das Bild wackelt bzw. wie die beiden verwabeln. Hängt auch damit zusammen, dass die Sicht so kurz über dem Horizont nicht besonders gut ist, weil da die atmosphärischen Bedingungen sehr, ja, ich sag mal, schlecht sind, um solche Aufnahmen zu machen. Und deshalb habe ich hier von den beiden nur einzelne Aufnahmen gesteckt und diese dann zu einem Bild zusammengefügt. Und dieses Bild haben wir jetzt hier. Das wäre das Ganze also gewesen dann als gestecktes Bild, wie gesagt, aus Einzelaufnahmen hier gemacht. Wie ich ja aber schon bereits bei der Konjunktion damals zwischen Jupiter und Saturn erklärt hatte, ändert sich hierbei natürlich an der Entfernung der Umlaufbahn der beiden nichts. Die beträgt dann nach wie vor circa 634.500 Kilometer. Wie gesagt, ist eine circa Angabe. Und ja, die beiden standen halt nur von uns aus gesehen, also von der Erde aus gesehen, in dem Moment schön in einer Linie oder ungefähr in einer Linie hintereinander, sodass die beiden aus unserer Sicht halt sehr nahe beieinander standen. Ja, wenigstens ist mir hier diesmal eine Aufnahme gelungen, an dem Tag, an dem sie am nächsten beieinander standen, was ich damals bei Jupiter und Saturn ja aufgrund des Wetters leider nicht geschafft habe. Und dann gab es an diesem Tag noch eine kleine Überraschung für mich, mit der ich eigentlich gar nicht gerechnet hatte, dass ich das irgendwann mal schaffe. Und zwar wollte ich, bevor ich die Aufnahme der beiden Planeten gemacht habe, den Fokus einstellen. Und habe mir gedacht, dafür nehme ich einfach noch einen hellen Stern, der zu dieser Uhrzeit
trotz der Morgendämmerung dann doch noch sichtbar war. Und habe dann auch relativ schnell einen hellen Stern gefunden, habe ihn mit meinem Teleskop anvisiert und habe dann gemerkt, dass das irgendwie nicht so ganz funktioniert, weil sich dieser Stern bewegt. Klingt jetzt komisch, ja. bis ich dann gemerkt habe, dass ich keinen Stern anvisiert hatte, sondern die internationale Raumstation, die gerade zu diesem Zeitpunkt über mich hinweggeflogen ist. Und ja, wie gesagt, ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich jemals eine Aufnahme der ISS hinbekomme, weil die ist halt ziemlich schnell und man muss schon ziemlich genau mit dem Teleskop zielen, um da was zu erwischen. Ich habe es aber tatsächlich geschafft. Und ja, hier habt ihr mal das Video dazu, wo mir die ISS durchs Bild geflogen ist. Und ja, dann habe ich auch noch eine Einzelaufnahme aus diesem Video rausgezogen und habe das Ganze ein bisschen bearbeitet. Richtig scharf sieht man das Ganze jetzt natürlich nicht. Dafür sind die 430 mm Brennweite meines Teleskops auch ein bisschen klein. Und ich kann auch jetzt nicht sagen, ob ich 1000%ig schon im Fokus war. Aber man sieht hier auf jeden Fall schön die Sonnensegel der ISS und diesen kleinen Körper in der Mitte, wo halt die Module zusammengefügt sind. Ja, wie gesagt, eine Zufallsaufnahme. Ich fand es aber ganz cool, dass ich das Ganze hier tatsächlich geschafft habe. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch die Bilder dazu und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von der großen Konjunktion zwischen Jupiter und der Venus. Große Konjunktion wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten folgt mir gerne auf Twitter oder meinem Discord, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Auch auf Instagram gibt es regelmäßig neue Bilder von mir. Schaut auch da gerne mal vorbei. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.